So. Mal sehen. Wie gesagt, ich glaube, das Exos wird sich auszahlen hier. Nasus Pantheon Z. Das wird schon werden. Glaubst du, könntest mich snipen? Ich glaube nicht, dass du mit Diamond in meine Games kommst. Glaube ich. Kann sein, aber ich weiß es nicht. Ein Z müsste mich eigentlich vermöbeln noch im Early Game, ne? Ziemlich sicher. Der wird den mit Shuriken machen. Ja. Ich glaube, ein Shen vermöbelt. Ein Z meine ich, nicht Shen. Auto-Tech hat gefehlt für einen Super Burst mit Elektro. Das tut weh. Ein Auto-Tech hat gefehlt. Also, wenn du Grandmaster bist, könntest du mich vielleicht snipen. Aber kriegst halt einen Permaban hier, ne? Das ist halt normal. Der Pantheon. Damit musst du dann leben. Nice, wir haben noch seinen Flash raus. Exhaust? Er hat sich gelohnt, Exhaust. Er hat sich schon gelohnt. Der Exhaust hat sich schon gelohnt. Hehe. Soll ich nur aufpassen, dass der Zed mich nicht tötet? Ah, sehr gut. Ist Echo auch im Jungle? Gut, ja. Solider Jungler. Nee, Pike Skin habe ich mir nicht gekauft. War ich nicht so der Fan von. Ich habe es mir auch nochmal angeschaut. Ich habe mir einen Nautilus-Skin geholt, aber Pike habe ich mir jetzt nicht geholt. Nautilus-Skin ist halt ein Muss. Aber Pike war so ein bisschen whatever, sag ich mal. Der Zed ist immer noch missing, ne? Ein Bammel, da ist er, okay. 11 AP, sehr gut. Der hat aber noch seine Frucht. Das heißt, der ist gleich wieder Hälfte plus. Okay, da brauche ich gar nicht helfen gehen. Der hat irgendwie Angst vor mir, ne? Oh! Nautilus. Naude ist immer noch hier. Aber dann, wenn ich Ultimate habe, fühle ich mich eigentlich immer relativ safe. Warte mal, hatte ich nicht J4 gerade hier? Wo ist denn der hin? Ah, der ist wieder gegangen. Okay. Nee, ich würde Naudis. Ich würde auch Midlane keinen Full AP Naudius spielen. Das ist ein Mist. Ja. Das bringt deinem Team relativ wenig. Das ist halt irgendwie nur just for fun, das Bild. Ich würde es aber. Wenn du das ernsthaft spielst, würde ich es nicht machen. Ich würde den immer schön auf ein bisschen tanky bauen. Zumindest ein bisschen tanky würde ich den bauen. Weil du bist halt einfach ein CC-Bot, ne? Da ist es halt mit Nautilus. Du bist ein Tank und ein CC-Bot. Für Peeling. Das war frech. Ich wollte eigentlich basen. Oh oh. Hat leider nicht gereicht. So, ich glaube, kann ich nächstes. Ne, da ist ein Cannon dabei. Ich gehe jetzt mal basen, glaube ich. Gehen ganz kurz basen. Zack, zack. Warum spiele ich kein Set, wenn ich ihn lernen will? Keine Lust. Wenn du dir irgendwie die Frage stellst, warum macht er das oder das nicht oder das doch? Weil es Spaß macht oder keinen Spaß macht. Das ist eigentlich immer die Begründung. Wenn ich irgendwas spiele und du denkst dir, hä, warum spielt er das? Oder warum spielt er das nicht? Weil es mir Spaß macht oder keinen Spaß macht. Oder brauche ein Mute? Sollte eine Plate sein, auf jeden Fall. Okay, Pantheon Midlane. Genau wie der.
Kann ich die töten, ist die Frage. Ne, wir gehen mal wieder. Da ist der Nasus. Der muss jetzt richtig hart reinpushen auf der Bot. Die sind nämlich alle hier oben. Surrender Vote ist auch immer sehr interessant. Nein, nicht den Herald machen. Wir kriegen sowieso den First Turm. Oh, der Zed hat, glaube ich, ein bisschen gefailt. Jo. Ich meine, wir kriegen den Drake nicht, aber dafür haben wir zwei Türme bekommen. Plus First Tower. Oh, hier sind ja alle. Bin dead. Da waren ja auf einmal alle. Aber ich meine, wir haben zwei Türme bekommen. Ne? Ist ein bisschen doof, dass wir jetzt alle gestorben sind. Aber ich meine, dafür sollten sie Toplane ganz gut reinpushen können, glaube ich. Nautilus mit Yasuo wäre auch schmackhaft, das stimmt, ja. Da hast du komplett recht. Da hast du recht. Verliere ich die Midlane? Ich hoffe nicht. Nee. Er hat wenig Energie, ne? Hat er noch sein Shadow? Die Frage. Nein, wird gehen. Herald haben wir auch bekommen, ja. Was theoretisch noch ein Turm ist. Eventuell der Top-Turm oder... Ich glaube, der hat nicht damit gerechnet, dass ich angreife. Bin aber trotzdem dead. Ich hatte eine Millisekunde auf Ultimate und ich dachte so, ja okay, ich kann ja schon ruhig weiter chasen, weil ich dann ja eh gleich rausulten kann. Habe ich ja leider nicht mit dem Spirit Fire gerechnet, vom Nasus. Okay, 5 Sekunden bin ich aber wieder da. Oh, sehr gut. Vielleicht leider einen Turm, aber der Nasus geht irgendwie immer von seiner Lane weg. Das ist eigentlich ziemlich geil für uns. Weil immer, wenn er von der Lane geht, kriegen wir nämlich einen Turm. Hallo Lobster, wie geht's dir? Gehen wir wieder rein. Ist der Nasus? Vor dem den will ich ein bisschen weghalten. Ich habe mal geexhaustet. Die Kettle ist auch hier. Wieso haben wir eigentlich immer Aram da, wo ich bin? Das ist meine Frage. Wieso haben wir immer Aram da, wo ich bin? Ich bin halt dead, ne? Alle hier. Ah, okay, dafür kriegen wir eben Top Lane. Na gut, für die Top Lane werde ich mich opfern, das ist in Ordnung. Aber noch ein bisschen Gold, das werden dann meine Schuhe sein, glaube ich. Ja, sollte ich damit kriegen. Ich hoffe, du bist negativ, Lobster. Gute Besserung dir. Ach, du heißt gar nicht Lobster, du heißt Loster. Jetzt erst gecheckt. Lol. Gute Besserung. Alles Gute. Okay, sieht aber sehr gut aus, ne? Also vom Gold her. Hier ist auf jeden Fall kein Ward drin. Es sind wieder alle hier. Ich spiele mal Aram. 1v9. Oder eher 1v5. Aber ich meine, so viele Leute, wie immer auf meine Lanes kommen, wäre ich der perfekte Split-Pusher, oder? Nein, ich konnte wieder nicht ulten, weil er mich gekrittet hat. Immerhin habe ich den Nasus down. Nautilus meine ich. Oder? Nee. Er hat mich wieder gekrittet, der Lümmel.
Boah, die sind alle Solo-HP, ne? Das ist eigentlich ein Pentakill für die Vayne. Das müsste eigentlich... Ich meine, Vayne ist dead. Wo? Na, den nehmen wir noch mit. Leute, dieser, der Crit vom Pantheon, ne, der hat mich jetzt zum zweiten Mal komplett überrascht. Okay, wie gehen wir denn in die Mitte? Theoretisch kommt doch gleich der Drake, ne? Da ist der Nasus. Cool, viele Leute ich wieder... Oh, ist hier ein Ward drin? Ja. Vielen Dank dafür. Jetzt muss ich leider basen gehen. Ist wieder Aram. Wir spielen immer Aram, jedes Mal. Ich glaube, in den nächsten Games hole ich mir noch Teleport und gehe Sidelane. Wir brauchen Nami Wave für den Engage. Da ist der Zed. Ist er noch hier im Busch? Kann er mal rein und dingsen. Wir brauchen halt unbedingt eine Nami Wave, damit wir was machen können. Wieder der Crit. Nein. Der Crit hat mich wieder geholt. Aber ich unterschätze den Schaden halt auch komplett, ne? Okay, der kommt aber noch weg. Der ist aber der nächste Kill. Ich meine, wir haben 2 für 4, ne? Das ist eigentlich in Ordnung. Ich renne jetzt ganz fix Bot. Okay, den haben wir. Sehr gut. Das ist ein schwieriger Kampf, aber... Wir haben es trotzdem irgendwie gewonnen. Ich glaube, der Zed war auch nicht da, ne? Ich glaube, der Zed hat gefehlt. Das war ziemlich gut für uns. Da ist der Zed nämlich. Der hat noch Ultimate gehabt? Wie hat er denn den Dings getötet ohne Ulti? Oh nee. Leute, das Game tut mir echt leid, ne? Ich bin irgendwie ein bisschen zu slow, dieses Game mit meiner Ulti. Na gut. Aber wir können uns ein bisschen auf unser Team verlassen. Die machen einen ganz guten Job hier. Glaube ich. Nein, ich habe aus für ein Ja gedrückt. Ich hasse halt dieses Aram-Gameplay, ne? Das ist halt nur Aram-Gameplay. Ist keiner auf den Sidelines irgendwie. Der Zed ist dead. Der musste zu seinem Shadow. Der muss sterben. Ja. Muss leider einmal die Botlane auspushen. Sonst verlieren wir den Tower hier. Was kann man machen, wenn man Hardstack Gold ist? Lee Sin im Jungle mainen. Lee Sin, Evelynn im Jungle spielen, dann kommst du raus. Vielleicht Kha'Zix. Lee Sin, Evelynn, Kha'Zix. Ich würde so gerne einfach nur splitten, ne, diese Runde. So, dann gehen wir nochmal Bezo. Ich meine, goldtechnisch bin ich halt nicht hinterher, das ist halt das Gute. Ich bin halt super oft gestorben, aber goldmäßig bin ich halt noch komplett oben auf, ne. Der Set ist halt 10-2 und hat dasselbe Gold wie ich circa. Das heißt, farmingmäßig ist wieder Aram, schaut. Ist einfach wieder ein Aram. Die wird platzen. Knapp. Wieder Aram. Was macht man da? Was macht man, wenn die Gegner nur Aram spielen wollen? Nochmal die Bot reinpushen eventuell. Ist hier ein Ward? Ich bin mir sicher.
Ein Baron können wir nicht machen, leider. Der Pantheon kann ja mit Ultimate hinspringen, ne? Eigentlich muss er jetzt splitten, aber das Problem ist, wenn du dann splittest, ohne Teleport. Ah, ich hätte Teleport einfach kaufen sollen. Big. Sehr gut. Sehr gut, noch bigger. Oh, da ist ein bisschen deep, mein Guter. Schau mal, wie viel Vision wir hier aufgebaut haben. Eigentlich können wir da... Diesmal hat es geklappt, sehr gut. Theoretisch... Na, nee, Pantheon Ulti ist halt zu böse für den Baron. Ich glaube... Ich weiß ja nicht, ob er die noch hat, ne? Na, okay, wir machen es einfach, komm. Ich habe keinen Bock mehr auf dieses Aram-Gedöns. Es fehlt halt wieder einer bei uns gerade, aber... Ich meine, wir sind 5 Leute. Wenn er kommt, werde ich ihn ulten nochmal. Hat er seine Ulti abgebrochen? Ja, die kriegen wir leider nicht mehr. Wir haben leider waren wir zu lahm. Und jetzt verlieren wir auch einen Elder Drake, ne? Das haben wir verloren, das Game. Das haben wir leider verloren, die Runde. Ich habe gewusst, es war irgendwie ein komischer Call mit Baron. Es hat sich wie ein sehr komischer Call angefühlt. Wir hätten nicht, wir hätten zurückpingen müssen. Jetzt wird's halt hart. Gegen Elder Drake noch. Und Baron. Ich kann die Mitte nochmal auspushen. So, dann gehen wir mal hier rein. Das wird jetzt so böse. Ich meine, wenn wir einen dicken Teamfight gewinnen, kannst du halt immer noch das Game rumreißen, ne? Aber die Teamfights gewinnen wird jetzt hart, weil wir haben ja vorher schon gestruggelt. Also bevor die ganzen Buffs bekommen haben. Gib den doch der Vayne, den Blue Red Buff. Ich glaube, die Vayne hat einen Red Buff mehr gebraucht. Da, Pantheon töten. Das könnte unser Teamfight werden, Leute. Das könnte unser Teamfight werden. Oh, die leben immer noch da unten, ne? Sehr gut, wir haben sie noch einmal aufgehalten. Den Tower werden wir wahrscheinlich verlieren, aber das ist dann so. Ne, verlieren wir nicht mal. Nice. Sehr, sehr gut gespielt, Leute. Good job. Ja, das ist halt das Ding, wenn die alle in der Mitte Aram spielen und du auf eine Lane gehst und einen Teleport ist halt. Du weißt, dein Team wird trotzdem engagen 4 gegen 5 und verlieren, ne? Das ist immer so die Sache. Unsere Vayne ist leider... Unsere Vayne ist leider einfach gestorben. Schade. Ich weiß nicht wie, aber sie ist einfach in die Gegner gerannt. Na gut, anscheinend. Der Zed lebt halt noch, ne? Und der Pantheon und alle. Hat er mich nicht gerade geultet? GG. Schade. Ich glaube, wir hätten es noch gewinnen können. Ich glaube, ein Win wäre noch drin gewesen. Ah, die wurde vom Pink Ward gebaitet. Okay, das habe ich gar nicht gesehen. Leute, die... Das war sehr gut. Nice. Der Gegner hat jetzt halt auch ein bisschen reingeintet. Sehr, sehr schön.
Sehr, sehr gut. Jetzt haben beide reingeintet, ne? Also wenn du 900 Gold die Sekunde bekommst, dann bist du, glaube ich, Gott hier. Dann wärst du ja in einer Minute Fullbild. Sogar noch mit Gold mehr. Nice. Zed Ultimate kurz raus, aber die hatte keinen langen Cooldown, ne? Oh, das wird so eine knappe Nummer hier. Die haben ja dann nicht angefangen, ne? Die warten noch. Zed Ultimate raus, mein aber auch. Toplane ist eine dicke Wave gepusht, ne? Das hat Vayne gut gemacht. Die Bubble. Bin dead. Er hatte Ultimate wieder eine Sekunde vor mir. Ich habe mich von der Bubble ein bisschen baiten lassen, muss ich ehrlich sagen. Oh, guter Engage nochmal. Haben wir den Schaden, ist die Frage. Nee, haben wir nicht. Schade. Ah, der Schaden reicht irgendwie nicht, ne? Oh, oh, ich glaube nicht, dass sie die schafft. Ah, knappe Sache. Was hättest du die bekommen? Gute Combo eigentlich. Aber du kannst immer noch gewinnen, glaube ich. Wird der Tat jetzt gegen den Baron zu gewinnen? Die müssen irgendwie Vision machen. Ah, das ist der Zed, der wird jemanden töten. Ah, wenn die jetzt beide sterben, ist... Ich weiß nicht, ob wir es dann noch deppen können. Das weiß ich nicht. Jetzt haben wir zwei Base Tome down, aber wir haben zumindest ein paar Super Creeps zum Deffen noch. Jo, die wollen unseren Turm backdoren hier, die Lümmel. GG. Schade, schade. Als hätten wir gewinnen können. Es war einfach viele Fails von vielen Seiten irgendwie. Viele Fails von vielen Seiten. GG.